Deine Audiodatei heute Teil 2 des aktuellen Gesprächs mit Dr. Wolfgang Bodak. Es führt durch Thomas von der Demo Kunsthalle Hamburg. Und nun das Dossier. Come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build the big bombs. Wolfgang Bodak singt Bob Dylan, Masters of War. Mein Name ist Dr. Wolfgang Bodak und ich grüße die Hörer der kleinen Audiodatei. Wir hatten uns im ersten Teil über Viren, Faktenchecker, PCR-Tests unterhalten und waren zum Schluss des ersten Teils auf die Thematik des sogenannten Peaks gekommen. Dazu passt aktuell gerade die Meldung, die ich in Zeitungen lesen kann. Lauterbach baut die STIKO um. 12 der bisherigen 17 Mitglieder der Ständigen Impfkommission sollen gehen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Welche Hintergründe könnten da eine Rolle gespielt haben? Also die STIKO war nie unabhängig. Wenn Herr Lauterbach entscheiden kann, wer da in der STIKO ist, ist schon mal schlecht. Dann kann man das mit dem Instrument schon nichts mehr anfangen. Das ist schon mal klar. So viel Abhängigkeit, wie dadurch entsteht. Das sind alle die weisungsgebundenen Ämter. Robert-Koch-Institut. Nicht, wenn da ein Chef sitzt, der kritisch ist, ist er weg. Wenn er seine Pflicht täte, wäre er weg. Und das Gleiche für Paul Ehrlich. Und deshalb, ja, die STIKO ist ein Marketinginstrument für die Impfindustrie gewesen bisher. Und das ist etwas, was man sehr, sehr kritisch sehen muss. Wenn man das mal verfolgt, wie früher die Krankheiten, wie die Krankheiten zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, sind ja die Infektionskrankheiten ganz stark zurückgegangen. Den Kindern ging es gut, den Eltern hatten was zu essen, die Kinder auch, hatte eine Wohnung und all das. Also da waren die Verhältnisse so, dass die Menschen nicht mehr so gesundheitlich, nicht mehr so gestresst und belastet waren. Und da sind die Infektionskrankheiten auch bei Kindern und bei Erwachsenen extrem stark zurückgegangen. Da haben sich das war ein Zehntel von dem, was während der Kriegszeit war. Und das war bevor man da Impfung erfunden hatte. Und dann erst fing man an, Impfung zu entwickeln gegen Masern, gegen Pertussis und so weiter. Und da hat man, da war das schon längst kein Thema mehr, da war das schon längst zurückgegangen, von alleine, ohne Impfung. Und die Impfung ist eine Erfindung, die man auch deshalb sehr, sehr gepusht hat, weil man hier Medikamente verkaufen kann an Gesunde. Das ist ja eine geniale Idee, man kann Gesunde behandeln. Und das macht man, jetzt wird zurzeit immer mehr ausgeweitet, dieses Geschäft, überall. Und das wird gemacht mit Forschung, die intransparent ist, die wo geschummelt wird. Es werden überhaupt keine Vergleichsgruppen, man müsste eigentlich einen Teil der Bevölkerung, wenn man sowas macht, müsste man als Vergleichsgruppe nicht ungeimpft lassen, dann müsste man einfach in der ganzen Bevölkerung gucken, meinetwegen Dorf A und Dorf B oder weiß nicht, irgendwie, dass man so ganze Bevölkerung vergleicht, die sich nur dadurch unterscheiden, dass sie der eine die Spritze kriegt und der andere nicht. Und dass man die dann nicht nur ein Jahr lang beobachtet, sondern dass man die Dauer beobachtet. Weil wenn ich eine Mutter, ein junges Mädchen, die noch keine Mutter ist, wenn ich die gegen Masern impfe zum Beispiel, dann hat sie dann gegen die Masern einen gewissen Schutz. Aber der ist nicht so stark wie der Schutz und ganz auch von der Qualität ganz anders als der Schutz, den sie hätte, wenn sie die Masern mal durchmacht. Und wie sich das auswirkt auf die geliehene Immunität der Neugeborenen, die kriegen ja von ihrer Mutter im ersten halben Jahr, kriegen sie ja den Schutz gegen solche Krankheiten mit. Und wenn die Mutter aber nicht so viel mitgeben kann, weil sie gar nicht richtig immun geworden ist, sondern nur ein bisschen durch diese Spritze, dann kann es sein, dass die Kinder umso empfindlicher werden. Wie sich das langfristig auswirkt auf die Gesundheit der Menschen, das wird nicht beobachtet. Da wird ein Impfstoff auf den Markt gebracht, da wird geworben, da wird bestochen und wenn die Leute unter Druck gesetzt, damit der verkauft wird. Alles andere interessiert die Forschung nicht. Wir haben aber auch jetzt gesehen, dass diese neue Technologie natürlich unheimlich gepusht wird und dass diese Technologie jetzt auch bei anderen konventionellen Impfungen, sage ich jetzt mal, auch angewendet wird. Wie ist das einzuschätzen, auch in Hinsicht, dass unsere Gesellschaft immer mehr digitalisiert wird? Muss man die Menschen mal fragen. Sagen Sie, wenn ich Sie vor 5 Jahren gefragt hätte, würden Sie sich zum Schutz vor der Grippe
gentechnisch verändern lassen. Da hätten die Leute gesagt, bist du verrückt? Und jetzt machen sie das. Jetzt lassen sich die Menschen gentechnisch verändern. Das heißt, gentechnisch, wenn ich sage nicht genetisch verändern, sondern gentechnisch. Das ist ein gentechnischer Eingriff, dass ihre Zellen was machen, was sie sonst nicht täten. Dass sie Eiweiß produzieren, was der Körper sonst nicht herstellen könnte und würde. Das heißt, dass unser Immunsystem plötzlich merkt, dass da Zellen sind, die machen Quatsch, die machen was Gefährliches. Und da werden nicht nur Antikörper gebildet gegen diese Spikes, das ist ja, soll ja eine Impfung erreichen, sondern dadurch, dass das ändert, dass die ganze Zelle verändert ist, die da mit der RNA jetzt verändert wird in ihrer Funktion, das führt dazu, dass sie als fremd erkannt werden und getötet werden, dass sie aufgefressen werden. Und dann, wenn das in der, das geschieht ja meistens da, wo das Blut vorbeifließt, also in den Innenwänden der Gefäße, der Adern. Und dann gibt es da Entzündungen, dann gibt es da Schlaglöcher in der Tapete. Ne? Und dann ist es so, dass da dann Gerinnsel sich bilden. Und besonders in den kleinen Venen, wo dann den kleinen Adern, wo dann das Blut langsamer fließt und Nukleinsäuren, dann diese Lipid-Nanopartikel, wo die Nukleinsäure drin ist, dann besser in die Zellwand kommt. Dabei ist irgendwie im Gehirn zum Beispiel, da gab es ja die Sinusvenenthrombose, die ist meistens ein Unterdruck, die ist ja über dem Herzen und da fließt das Blut zurück zum Herzen. Das heißt, da ist nur Blut drin, wenn mal gerade wieder ein Schubs kommt, ansonsten klappen die Wände fast zusammen. Und da ist natürlich der Kontakt sehr stark und wenn da jetzt diese Nanopartikel in die Gefäßwand gehen, dann ist kein Wunder, dass sich da die Thrombosen bilden, das sind typische Symptome. Das ist also das solche Dinge und auch wenn auch wir die Myokarditis, die man beobachtet hat, besonders bei Sportlern, ja, die dann plötzlich tot zusammenbrachen, all diese Dinge, das ist auch erklärbar, weil wenn Sie so einen Athleten einfach so blind mit der Nadel da in seinen kräftig durchbluteten Muskel pieksen, dann haben Sie 5% Wahrscheinlichkeit, dass Sie das in die Vene spritzen. Und das wird ja nicht aspiriert, die sollten ja nicht aspirieren, die sollen ja einfach reinspritzen, egal wo es ist, die Nadel. Aber bei solchen Leuten, da geht das dann sofort, dann geht es in die Vene, geht es ins rechte Herz, im rechten Vorhof. Und da ist das Herzreizleitungssystem, da ist der Schrittmacher vom Herzen. Und wenn da in der Innenwand, wo der Schrittmacher sitzt, wenn da eine Entzündung erzeugt wird durch diese Prozesse, dann spinnt der, dann stolpert das Herz oder bleibt stehen oder es fängt an zu flimmern. Und das sind dann plötzliche Herztode, die ja gesehen werden. Und wir haben ja diese Nebenwirkungsstatistik von den Amerikanern auch, wo man sehen kann, wie lange nach der Spritze, nach der ersten, nach der zweiten, treten schwere Nebenwirkungen auf. Und das sind die ersten 14 Tage, sind die gefährlichsten. Das sind riesig hohe Werte. Das sind auch diese plötzlichen Todesfälle und plötzliche schwere Symptome. Und dann nachher, dann wird es langsam weniger. Und was dann langfristig passiert, ist noch wieder eine andere Sache. Aber die ersten 14 Tage nach der zweiten Spritze, nach der ersten gilt man sowieso als nicht immunisiert. Da ist man ungeimpft. Nach der zweiten ist man auch erst, geht man als geimpft, erst 14 Tage nach der zweiten Spritze. Das heißt, diese Zeit, die gefährliche Zeit, obwohl man zweimal eine Spritze gekriegt hat, ist man ungeimpfter nach dem Gesetz. Das heißt, wenn die uns erzählen, das ist die Epidemie der Ungeimpften, dann kann es sein, dass die vielen schweren Zwischenfälle, die in den ersten 14 Tagen passieren, bei Leuten passiert sind, die noch nicht als geimpft galten, obwohl sie schon zwei Spritzen gekriegt haben. Auch da werden wir angeschwindelt. Im Mai steht die Verabschiedung des WHO-Pandemievertrages und damit auch einhergehend die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften an. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Ja, es ist unverschämt, wie man einfach uns die selbstorganisierte Freiheit, unsere Rechte dann wegnehmen will unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes. Und die wollen ja selber definieren, wie man die Gefährdung erkennt. Und wenn sie jetzt in Kläranlagen nach Keimen suchen und dann jederzeit sagen können, oh, da ist was, ihr müsst da was tun und uns zwingen, was zu tun, uns impfen zu lassen, Medikamente zu schlucken oder sonst was zu tun, da liefern wir uns dieser Willkür aus. Und die WHO ist zu 87% von Sponsormitteln abhängig, die zweckgebunden eingesetzt werden. Das sind also private Interessen dahinter, sehr viele. Das haben wir immer wieder erlebt, die Pharmaindustrie. Die WHO ist wie eine Verkaufsagentur der Pharmaindustrie. Die sollen denen helfen, uns Angst zu machen
damit ordentlich viel von dem Zeug verkauft werden kann, was die produzieren. Und wenn man denen jetzt erlaubt, dass sie Befehle geben, die Staaten, die Mitgliedstaaten der UN, dass sie das einhalten müssen, da kann ich nur sagen, Politiker, die das mitmachen, die sollten nochmal nach Hause gehen und nochmal ganz gründlich überlegen und vor allem mit ihren Leuten reden. Also das ist etwas, was eigentlich so wahnsinnig ist, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt eine Chance hat. Und ich sehe auch mit Zuversicht, dass da viele Staaten sind, die benutzen diese Situation jetzt zwar, um was auszuhandeln. Geht ja in Politik ist ja immer so, gibst du mir, was kriege ich dafür, wenn ich da mitmache? Und die haben die Weltbank, mit der sie den armen Staaten drohen können, dass sie ihnen die Schulden, dass sie dann plötzlich ihnen das Geld entziehen und so weiter. Also sie können Druck machen. Militär einsetzen können sie nicht. Die UN-Blauhelme werden sie nicht auf die Länder schicken, die da. Das kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Aber ich glaube, dass diese ganze Diskussion ein Ablenkungsmanöver ist. Dass wir uns darüber die Köpfe zerbrechen, welche Gefahren uns drohen, wenn da die WHO noch mehr Töne spucken darf. Denn was sie ja haben, dass sie haben ja überall schon die Regierung gekauft. Sie haben ja überall die Young Global Leaders hingesetzt. Die ganzen, wie der Schwab sagt, we penetrated all the cabinets und so weiter. Das hat er schon 2017 gesagt. Die wussten, dass sie sich auf diese korrupten Regierungen verlassen können, die sie in Westeuropa überall installiert haben. Alle die Leute, die hinter der Fahne des World Economic Forum dann sich versammeln und als Young Global Leader dann die Globalisierung vorantreiben wollen, die nichts mehr für ihre eigenen Länder tun, sondern nur noch, dass ihre eigenen Länder dann da mitmachen, dass man das tut, was diese Sponsoren gerne wollen. Und das ist unabhängig vom Vertrag, WHO-Vertrag und von den internationalen Gesundheitsvorschriften, ist das schon da. Die haben doch das ganze Zeug gekauft. Die haben uns doch gezwungen, die Maske zu tragen. Den ganzen Blödsinn haben sie mitgemacht, alle. Das haben in Australien, in Kanada, in Westeuropa haben die Länder alle mitgemacht. Dann die brauchen die WHO nicht. Die haben andere Wege, wie sie die korrupten Regierungen dazu bringen, das zu tun, was sie gerne mit uns tun wollen. Wir erleben aber auch in den letzten Jahren, dass wir auch immer weitere Krisen medial sehr aufgebauscht sind, dass wir auch immer permanent, sag ich mal, so ein Angst und Schrecken oder ja. Gerade das große Gespenst des Weltkrieges. Man winkt uns mit der Atombombe immer wieder. Aber dann nimmt man schnell wieder zurück. Aber dann kommt und sagt man, das ist alles Psyop. Die Leute werden psychisch verunsichert, systematisch verunsichert, verwirrt, verunsichert, gegeneinander aufgehetzt. Man holt Leute aus fernen Ländern hierher und gibt ihnen Geld, damit sie herkommen, damit wir uns fragen, oh, was passiert hier und verwirrt sind. Leute, mit denen wir gar nicht reden können, weil die Sprache nicht können. Also man mischt und verwirrt die Menschen überall, verunsichert sie. Man sagt ihnen, das ist gar nicht, sie sind nicht sicher, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Man verwechselt links und rechts. Man gibt den Wörtern neue Bedeutung. Man verwirrt die Menschen und die Medien machen das hauptsächlich. Man verwirrt die Menschen systematisch. Man darf bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen. Dann gilt man schon als irgendeiner, der gebrandmarkt wird. Und hat die Etiketten, die jungen Menschen laufen, hier ganz viele laufen mit Etiketten in der Tasche rum. Also, du bist das und du bist das. Nur wenn man irgendeine Frage stellt oder irgendwas nicht glaubt, was die Propaganda im Staatsfernsehen verkündet, das ist schlimmer als in der DDR. Ein anderer Aspekt, ich habe nämlich den Eindruck, auch durch zum Beispiel Pandemie-Maßnahmen, aber auch jetzt durch weitere Maßnahmen, ich habe den Eindruck, dass unsere Sozialversicherungen ausbluten. Denn zum einen machen Pharmaunternehmen mittlerweile Rekordgewinne, gleichzeitig wachsen die Krankenkassenbeiträge ins Unermessliche. An welchen Hebeln müssten wir eigentlich als Bürger, als Gesellschaft Ihrer Meinung nach da ansetzen, um das Schiff wieder in die andere Richtung zu lenken? Ja, da sind viele Hebel, die man kennen muss und die man, wenn es eine Gelegenheit sich bietet, dann bedienen muss. Also so kann ich mal so, man muss erst mal verstehen, was da läuft. Man muss wissen, was der Krankenkassenwettbewerb bedeutet. Die Interessen, die da im Gesundheitswesen entscheiden, wo ein Krankenhaus bezahlt wird und wo es nicht bezahlt wird, wer entscheidet das? Was ist der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich? Nicht? Und wie funktioniert so die ganze, wie funktionieren die Finanzen im Gesundheitswesen? Das ist ja, man spricht ja gar nicht mehr von Gesundheitswesen, sondern von Gesundheitsmarkt. Das heißt, hier ist Konkurrenz überall und
Hier ist überall ein Gegeneinander. Jeder, der zum Arzt geht, der hat das Gefühl, der Arzt, der macht da vielleicht nur Sachen, hat Angst, dass der Arzt vielleicht nur Sachen macht, weil er Geld damit verdienen kann und nicht, weil ich sie brauche. Und dann schaden die mir vielleicht auch noch. Oder wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann werden was Sachen mit mir gemacht, weil die ihre Fallpauschalen sammeln. Das wissen eigentlich alle. Das werden auch die da im Krankenhaus arbeiten, aber wenn die das sagen, fliegen sie. Und das war ja jetzt bei Corona, war das ja ganz deutlich, wenn die Krankenhäuser extra Boni kriegten oder wenn die extra Geld kriegten, wenn sie Corona auf die Diagnose mitschrieben. Und das ist, dieses Gesundheitswesen ist so institutionell korrumpiert, dass man da wahrscheinlich völlig neu ansetzen muss und das geht am besten übers Geld. Also wir haben ja die Pflichtversicherung. Zum Beispiel ein Streik wäre da gut, wenn die Leute sagen, wenn viele Leute sagen, einige tun das, das nicht, aber wenn viele Leute sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ihr missbraucht mein Vertrauen, ihr missbraucht den Auftrag, den ihr habt und ihr zwingt mich dafür auch noch zu bezahlen. Oder die Rundfunkgebühren, das ist genau das Gleiche. Die sollen uns eigentlich umfassend informieren und die machen eine einseitige Propaganda jetzt. Dafür kann man sie doch nicht auch noch bezahlen. Das kann ich gut verstehen, wenn Leute sagen, nee, wenn ihr da Zensur einführt und keine Diskussion mehr zulasst, dann muss ich irgendwas tun. Und das Einzige, was ich tun kann, ich zahle denn nicht. Aber wenn das einer macht, kommt er ins Gefängnis. Wenn das alle machen, so viel Gefängnisse haben wir nicht. Und das ist eine Frage, die bei uns im Grundgesetz ist ja auch verankert in Artikel 20. Dass man muss versuchen, für die Demokratie zu kämpfen und für seine Rechte zu kämpfen. Aber wenn die Rechte eingeschnitten werden, die nicht beschnitten werden dürfen, die Menschenrechte sind, dann darf man sich wehren, steht da. Und ich denke, wenn man die Demokratie erhalten muss, muss man sich dann überlegen, wie wehre ich mich da? Nicht mit Gewalt, aber vielleicht durch zivilen Ungehorsam. Man muss nicht alles mitmachen. Wenn Gangster an der Spitze die Menschen schädigen, dann muss man nicht treue Gefolgschaft leisten. Sie sind ja auch immer viel unterwegs, unter anderem auch in Deutschland. Und Sie hatten am 29. Februar auf einer Veranstaltung in Hamburg gesprochen. Der Tenor der Veranstaltung war institutionelle Korruption, eine politische Notlage von internationaler Tragweite. Welche Kernthese geben Sie den Zuschauern, Zuhörern Ihres Vortrags mit auf dem Weg? Also der Titel sagt es ja eigentlich, dass die Notlage, die wir haben zurzeit, worunter wir leiden, dass der Name dafür, dass das nicht Viren sind, sondern dass es Korruption ist, die sich überall breit macht. Korruption ist ja der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen. Und wenn wir als Demokraten vertrauen unseren Volksvertretern, wir vertrauen den Ämtern, wir vertrauen den Krankenkassen, wir vertrauen vielen Menschen was an und verlassen uns darauf, dass sie ihr das auch tun, wofür wir sie finanzieren und bezahlen und was wir ihnen anvertrauen. Aber wenn die nicht mehr das machen, wofür sie eigentlich da sind, sondern wenn sie Geschäfte machen, die uns schädigen, die wir gar nicht kennen, intransparent, irgendwo hinter unserem Rücken, wenn sie der Lobby mehr glauben, der Pharma-Lobby mehr glauben als uns und uns gar nicht mehr fragen, sondern ihre ganzen Gesetzesvorlagen, ihre Änderungsanträge, wenn sie die gleich weitergereicht kriegen von den Rechtsabteilungen der Pharmaindustrie, von der Industrie überhaupt oder von der Rüstungsindustrie. Und da gibt es ja sehr viele Lobbyisten, mehr als Abgeordnete, die sehr stark und sehr klug sind, die man kaufen kann. Und wenn die Interessenvertretung in einer Demokratie gekauft werden kann, wenn man reich ist, kann man sich Profis leisten, die dann die Politik beeinflussen. Das kann das normale Volk, das können die normalen Menschen nicht. Und dann sind die normalen Menschen plötzlich nicht mehr wichtig. Dann regiert man über ihre Köpfe hinweg und dann werden sie ausgebeutet von denen, die Politik in der Hand haben. Manchmal nennt man das Public-Private Partnership, dann mischen die sich sogar ein. Und das ist so, als wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Nicht? Wenn die Industrie da oder die Datenindustrie Google, wenn Google bei der Europäischen Union und sich über die ID 2020 zum Beispiel, wenn die sich Gedanken machen, die Datenfirmen, die wissen ganz genau, wie das funktioniert, die Politiker, die wissen da nicht so gut Bescheid
Und wenn man dann eine Gemeinsamkeit macht, dann bestimmen die Industrie mit ihren Interessen das, was geschieht in Europa und woanders auch. Und das ist, nennt man institutionelle Korruption oder systemische Korruption. Da geht unser, da spielt unsere Verfassung oder unser Grundgesetz vielmehr, spielt da keine Rolle. Sondern da wird das gemacht, was man, und man verkauft uns irgendwas, man vertröstet und sagt, wir meinen das ja gut mit euch, das muss doch sein. Und wenn ihr die Maske tragt, nicht, dann schützt ihr euch alle. Aber dass da Krankheiten dadurch erzeugt werden und nicht verhindert werden, das verschweigt man uns, obwohl es die Wissenschaft schon vor Corona immer gesagt hat. Also es sind viele solche Sachen, die man uns zumutet, weil da Leute von profitieren. Bei der Maske war es ja sehr, sehr praktisch. Man konnte sehen, wer in der Bevölkerung ungehorsam ist. Jeder hat es gesehen. Hey, Maske! Setz dir die Maske auf! Die ganzen Blockwarte kamen wieder hervor. Und da hat man sich die Hände gerieben und hat gesagt, schön, können wir die Leute trennen, Teile und Herrscher. Europe Alternative Music. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Teile und Herrscher. Ein schöner Abschluss des zweiten Teils des Gespräches von Thomas von der Demokunsthalle Hamburg mit Dr. Wolfgang Wodak. Unser Dossier. Freitag, der 8. März 2024. Heute begrüßen wir in der kleinen Audiodatei zunächst erstmal alle Frauen zum Internationalen Frauentag. Frau Schulz, wir haben Ihre Bahn heute so schön angemalt, damit sie heute am Frauentag in bunten Farben strahlt. Damit sie heute am Frauentag in bunten Farben strahlt. Es ist Freitag, so müssen wir auch begrüßen den Muezzin zu Köln. Allahu Akbar, Allah. Natürlich Hadi. Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, Marcel. Den Ramon und den Klausi. It's both a pleasure and a privilege. Und den Friedenskanzler. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber auch der politischen Konkurrenz, und da gibt es Ungemach aus Thüringen. MDR berichtet, die Polizei ermittelt gegen den Sonneberger AfD-Kreisrat Roland Schliewe. Verdacht Volksverhetzung. Vergangene Woche soll er gesagt haben, man könne die Gruppen Asylbewerber und Bürgergeldempfänger wegen ihrer unterschiedlichen Intelligenz nicht über einen Kamm scheren. Er behauptete, Asylbewerber aus Nordafrika hätten einen unterdurchschnittlichen IQ zwischen 60 und 80. Hierzu eine klare Stellungnahme von mir. Das ist eindeutig rassistisch. Natürlich kann man sagen, die Menschen aus Afrika sind weniger gebildet, weil ihre Bildungssysteme versagen oder weil sie geprägt und aufgewachsen sind in einer Welt aus Krieg, im besten Fall noch westlicher Krieg, aber ihnen von Geburt an einen niedrigen IQ zu unterstellen, ist Rassismus der übelsten Prägung und zweifelsfrei auch nicht nur Wasser auf die Mühlen, sondern auch ein echtes Argument für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Sowas darf nicht passieren. Genauso wenig aber auch von der anderen Seite. Wie hetzte Florenz Gaub bei Markus Lanz wieder die Russen? Sie sehen europäisch aus, hätten aber ein anderes Verhältnis zur Gewalt. Auch eine derartige Aussage, pauschalisiert, bewegt sich an dem Rand des Unmöglichen. Auch von einem als Komiker getarnten Hassprediger wie Jan Böhmermann gibt es Aussagen, die nur ein paar Millimeter vor dem letzten Satz, den dieser AfD-Mann nun gerissen hat, bremsen. Es ist ein Merkmal der letzten Jahre in unserer Gesellschaft, dass wir auf allen Seiten immer mehr verrohen. Ich wünschte mir nicht, dass wir von außen wieder in die Fassung gedreht werden müssen. Frau Sacharowa, Sie, Gewalttätige, wie eine Europäerin aussehende, Frau, naja gut, auch Ihnen alles Gute zum Frauentag. Übrigens Feiertag in Russland. Und gestern haben die nur den halben Tag gearbeitet. Den ganzen Tag gearbeitet, Geheimdienste in Litauen. Sie behaupten, der Kölner Stadtanzeiger berichtet, Russland bereitet sich auf eine Konfrontation mit der NATO vor. Moskau meldet die Tötung eines Attentäters. Der war Weißrusse im Auftrag Kiews unterwegs. Kreml-Sprecher Peskow über westliche Staaten. Sie spielen mit dem Feuer. Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Standfest-Defender-Manöver. Probt bewaffneten Konflikt mit Russland.
Das sagen sie ja sogar zum Teil. Moskau droht US-Diplomaten wegen Unterstützung von unerwünschten NGOs mit Ausweisung. Leo, ruhig. EVP-Spitzenkandidatin Europawahl Ursula von der Leyen. Haiti. Ein Bandenboss namens Barbecue will die Regierung stürzen. Waffenruhe Gaza. Gespräche sollen weitergehen. Anschlag auf Tesla. Ermittlungen wegen Verfassungsfeindlichkeit. Wetter. Schön, nächste Woche kälter. Machabu. Alternative Music.